Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Ich bin Peter und heute zeigen wir euch, wie wir die hintere Zugstrebe und eine Steckachse tauschen. Auf geht's! So, wenn man keine Spurverbreiterung drauf hat, dann kann man diesen Mitnehmer ohne Probleme abschrauben, sogar bei montiertem Rad. Wenn man aber eine Spurverbreiterung drauf hat, dann kollidiert dieser Mitnehmer bei bestimmten Umständen schon mal mit dieser Spurverbreiterung, sodass man den nicht sauber hier rauskriegt. Steckachse ziehen. Wir müssen die 5 Schrauben vom Mitnehmer lösen, müssen die Gummikappe runter machen und hier den Sägering öffnen. Nochmal bemerkt, wenn man die Schrauben das erste Mal löst, nicht mit dem Schlagschrauber machen, sondern mit der Knarre, weil die sind selbstsichernd und haben hier eine blaue Klebezeug drauf. Und wenn man da mit dem Schlagschrauber dran geht, kann es sein, dass man sich die schon abreißt. Ich setze die auch nicht mehr mit Loctite oder mit Loctite mittelfest ein, weil das einfach nicht nötig ist. Wenn man die vernünftig gleichmäßig festzieht, dann löst sich da auch nichts. So, jetzt den Mitnehmer hier runter fummeln. Ach. Da ist er. Der Mitnehmer innen schön mit Fett. Wenn wir soweit sind, Steckachse ziehen. Und da ist er. Und wie ihr seht, haben wir hier die Verzahnung etwas schon im Bogen. Im Vergleich die neue. So muss sie eigentlich aussehen. Nicht krumm, sondern gerade. Zwei unterschiedlich lange Steckachsen, weil das Differential ja nicht in der Mitte ist. Und bei der langen Steckachse kann man sehr schön sehen, da ist der Bogen auf der Verzahnung noch schlimmer als auf der kurzen. Also die kann man auch gar nicht vertauschen. Wenn man nein, das nein. Die lange passt nicht auf der kurzen Seite rein. Ich habe ja außen einen Sägering und der muss hier in diese Nut. Das heißt, wenn ich die zwar andersrum reinstecken könnte, dann läuft aber auch der Simmering nicht auf dieser glatten, polierten Fläche, sondern der würde irgendwann hier laufen und das ist ja hier etwas dicker. Also das kann man gar nicht vertauschen. So, damit wir jetzt gleich keine Schwierigkeiten haben, den Sägering drauf zu machen, mache ich das immer schon vorher. Dafür machen wir hier wieder ein bisschen Silikon draußen dran schmieren. Dann kann man dieses Fett auch wunderbar nehmen, um hier diese Verzahnung wieder neu zu schmieren. Weil wenn das hier trocken läuft, dann arbeitet sich das auch schnell ein und dann habe ich einen zu hohen Verschleiß. Und wenn man jetzt prüft hier, kein Spiel. Und jetzt kommt der Sägering hier wieder drauf. Ja, das war's schon. Und das war's schon. Anziehen, fertig. Kann man aber auch im Gelände machen. Kann man jederzeit auch im Gelände machen. Also man bräuchte normalerweise noch nicht mal das Rad aufbocken. Woran merkt man im Gelände, dass die Steckachse gebrochen ist? Wenn ich ohne Mittendifferential gesperrt keinen Vortrieb mehr habe, dann ist irgendwo eine Steckachse gebrochen.
Oder im schlimmsten Fall ist auch ein Differential kaputt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das schwächste Bauteil hoffentlich die Steckachse ist. Weil die Steckachse ist deutlich einfacher zu ersetzen als ein Differential. Deswegen sollte eigentlich im Gelände dieser Mitnehmer das schwächste Bauteil sein. Bevor eine Steckachse reißt, sollte eigentlich dieser Mitnehmer kaputt gehen. Das ist der Idealfall. Weil den hat man relativ schnell gewechselt. Falls man einen mit hat. Falls man einen mit hat, genau. Aber haben wir ja einen. In der Regel. So, die Schrauben bitte gleichmäßig mit Drehmoment anziehen. Eine Frage noch, sind die Steckachsen vorne und hinten denn tauschbar? Nein. Also man braucht vier Steckachsen? Man braucht vier Steckachsen. Welche geht am ehesten kaputt? Normalerweise sagt man, die kürzeste Steckachse nimmt am wenigsten Torsion auf. Und das ist die vorne rechts. Aber das ist so eine Pauschalaussage. Das muss nicht sein. Je nachdem, wo man gerade die größte Belastung hat. Man hat womöglich hinten ein Bein in der Luft. Das Rad kommt auf einmal auf Drehzahl, wird abrupt abgebremst, weil es wieder Bodenkontakt hat. Und schon habe ich im Zweifelsfall eine gebrochene Steckachse. Aber hinten gehen die eher kaputt als vorne. Ja, vor allem, wenn ich hinten eine Sperre habe. Ganz wichtig, hier in dieser Kappe sollte immer Fett sein und hier sollte auch immer Fett zu sehen sein. Wenn das trocken läuft, dann habe ich natürlich hier an der Verzahnung auch erhöhten Verschleiß. Weil die gesamte Kraft, die vom Motorgetriebe entwickelt wird, wird genau an der Stelle aufs Rad übertragen. Kappe drauf, Spurverbreitung festziehen. Fertig. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Steckachse ist gewechselt. Jetzt gehen wir an die Zugstrebe. Die hintere Zugstrebe ist dieses Bauteil. Das heißt, wir haben hier eine Gummibuchse und direkt an der Achse haben wir auch noch mal eine Gummibuchse. Das heißt, wir müssen diese drei Schrauben lösen und hinten die Schraube, die hier durchsteckt. Jetzt hatte ich den. Hier ist der Schlüssel. Nein, das ist der 24. Wo habe ich denn den Schlüssel schon wieder hingelegt? Die Zugstrebe hält die Achse in ihrer Position und sorgt dafür, dass sie so arbeiten kann. Dann haben wir oben an der Achse nochmal einen A-Lenker, der die Achse gegen Verkippen stabilisiert. Und somit haben wir eine wunderbare Aufhängung, die auch gut verschränken kann, weil ich oben auf der Achse ein Kugelgelenk habe, was diese Bewegung mitmacht. Hier ist das Kugelgelenk in der Mitte der Achse und dann geht hier einmal eine Strebe nach rechts oben und einmal nach links oben. Und das sind halt hier die Zugstreben. So, jetzt haben wir alle Schrauben gelöst. Jetzt können wir diese Zugstrebe einfach herausnehmen. Wir wechseln dieses Teil und wir wechseln diese Buchse. Diese Buchse hat innen drin eine hochfeste Stahlbüchse. Die kann man nicht durchsägen mit einer Säge. Das heißt, wir müssen diese Büchse tatsächlich auspressen. Und hier müssen wir nur diese Mutter lösen. Können wir das Teil abziehen und entweder ein originales draufstecken oder so wie wir das machen, wir nehmen so Polybushes, die blauen.
Und warum nehmen wir die? Weil die hoffentlich länger halten und einfacher zu wechseln sind. Jetzt hier nicht unbedingt, hier ist es eigentlich das Gleiche, aber hier hinten brauchen wir jetzt, wenn wir die einmal ausgepresst haben, in Zukunft mit den Polybushes keine Presse mehr. Das könnte man dann sogar im Offroad-Gelände machen oder auf Tour. So, das sind die neuen Polybushes für hier. Hier kommt noch die Hülse rein. Das ist die alte Büchse, die wir ausgepresst haben. Und so sieht die neue aus. Das heißt, rechts und links reingesteckt, Büchse reingeschlagen, fertig. So, wenn wir jetzt die neuen setzen, diese Scheibe hat hier einmal eine Phase und da nicht. Jetzt hat man ja hier niemals eine 100% exakte gerade 90 Grad Kante, sondern da ist immer ein Radius dran. Deswegen ist hier die Phase, damit die Scheibe hier sauber gegenliegt. Wenn ich die jetzt umdrehe, ja gut, das Loch ist jetzt groß genug gebohrt, aber die Phase immer in die Richtung. Jetzt kommt die Hülse da rein. Da ist egal, wie rum die kommen. Hier sind eigentlich egal. Ich drehe sie auch nach innen, weil ich hier immer noch die alte Scheibe nehme. Die Mutter ziehen wir erst fest, wenn wir alles drin haben, damit wir den hier noch in Position drehen können, je nachdem, wie wir ihn brauchen, hier für die Schrauben. Weil wenn ich den jetzt festziehe, dann ist der hier, kann ich den nicht mehr drehen. Die haben wir jetzt ausgepresst. Rechts eine, links eine. Fertig, einbauen, glücklich sein. Also wie ihr seht, gut, in dem Falle braucht man tatsächlich eine Presse, um die alte Büchse rauszunehmen. Aber das ist, wie gesagt, nur einmal. Weil danach kann man ja diese Dinger, wenn sie denn dann mal kaputt sind, relativ einfach tauschen. Ihr habt gesehen, so schwierig ist das gar nicht, außer dass man jetzt an der einen Stelle eine Presse braucht, aber das braucht ihr nur einmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, einmal liken und vielleicht ein Abo dalassen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!